kennen wir uns schon 52 Jahre. Hallo Jimmy. So, ich höre dich. Darf man auch nicht spielen? Sehr geehrte und liebe Freunde von Bertie Jankiowa, geboren Oberndorfer. Ja? In inniger Liebe nehmen wir heute Abschied von meiner Frau Gertraud Jankiowa, die am Donnerstag, den 27. Februar 2020, nach langem Kampf von ihrem Leiden erlöst wurde. Sie wurde 75 Jahre alt. Es ist nur 300 Meter von hier entfernt, wo Gertie in der Goppelstraße in ihre Familie mit Vater Willi, die Mutter Else ist auch drin und der Bruder Rainer ist auch drin, die hier auch drin sind, aufgewachsen ist, da um die Ecke. Ich danke der Familie, dass sie mir die Gertie 1969 durch unsere Heirat überlassen hat, mir Vertrauen schenkte und mich in die Familie aufnahm. Und ich danke auch Gertie, dass sie mich unter ihre Fittiche genommen hat und mich in ihrem so interessanten Leben als ihr Begleiter und Lebensmitgestalter mit ans Boot genommen hat. Danke, Gertie. Ich habe Gertie 1968 im Atlantic Jazz Club in Stuttgart kennengelernt. Ja, ja. Ihr Interesse an vielen Gebieten war überwältigend, zum Beispiel Malerei, Musik, Mode, Blumen, Natur und auch für die Tiere hat sie Interesse und Liebe gehabt und hat sich vor 30 Jahren einen Kakadu Goldi gekauft. Der bleibt jetzt bei mir und diese Tiere werden 80 Jahre alt und der Vogel ist ein guter
Freund von mir. Noch bisschen. Ich weiß nicht, was ich noch zu Abschied über meine wunderbare Frau Gerti sagen sollte. Jede von euch hat sie gut gekannt. Dies, glaube ich, reicht uns als Trost auf ihrer letzten Reise. Ich könnte aus finanziellen Gründen ihre Talente nicht optimal fördern. Sie war beliebt, korrekt und wunderbar zu jedem der hier Anwesenden. Gerd Ulka, mein Schatz. Sie hat der Label Jazzcon Records 72 gegründet und dieser Label ist in Baden-Württemberg der älteste. Und sie hat auch Zigeuner, Sinti und Roma bei musikalischen Fragen und durch Tonaufnahme unterstützt und beraten. Da liegt eine kleine Auswahl von Gerti von CDs. Nehmen Sie alle mit zur Erinnerung auf Ihre Produktionen. Die Gerti war im Herzen Jazzerin und liebte aber auch Musik von Richard Wagner. Ciao Gerti. Liebe Gerti, wir wünschen dir eine gute Reise und wir werden uns garantiert irgendwann wieder begegnen. Es war bis jetzt nicht möglich, allesamt von Gerti feierlicher Abschied zu nehmen wegen der Corona-Krise. Andere Nachrufe auf meine Gerti erübrigen sich. Ja? PS, nach der Trauerfeier treffen wir vielleicht, wenn Sie Lust haben, und ich bitte Sie darum, unten auf der Hauptstraße nach links abbiegen, da kommt 150 Meter ein Kaffee, heißt Einstein. Da gibt es Kuchen und Kaffee bereit. Ich danke euch allen, vielen Dank nochmals, danke. Adio Gerti. Ich werde mit meinen Freunden Jimmy, Gregor und Jochen spielen jetzt zu Abschied. Noch nicht. Jetzt kommt die Urne und da spiele ich mal ein Stück, der heißt Gertuschka. Den habe ich vor 50 Jahren für Gerti zu kennenlernen komponiert und jetzt spiele ich das Gerti-Thema zu Abschied. Also, die Urne geht jetzt unten, ja? Moment, ich habe die Urne noch gar nicht in Hand gehabt. Halt mal. Ich habe die noch gar nicht berührt. Alexander, bist du da? Nee, ist noch nicht, aber seine Tochter sollte ich noch was ansagen. Dieter, hallo. Ja. Ja, ich weiß nicht, Gerti, mach's gut, doch schöne Wetter, schöne Leute sind da. Und jetzt wollen wir spielen noch zu Abschied. Klosterwort, oder wie heißt das? Ja, im Break kommt dann die Doppelte. Ne? Ja, ich rede da. Mach viel vor. Thank you.
Hat sie gerne die ganze Familie drin, kann sie, ich wollte eine Flasche Shampoos hier bringen oder so ein bisschen was trinken, aber das gehört sich nicht. Also Gerdi, alles Gute. Wir sehen uns bei irgendwann. Und wir haben einen Gruß für die Gerdi. Ah, die Gerdi ist ein Gruß. Ja. Genau, das Herz. Weil sie immer ein positiver und sehr also freudiger Mensch meine war. Meine Nichte. Genau, ja, ja. Von Herzen. Also Gerdi, tschüss. Gerdi, ciao, ciao, Baby. Ja. Ja, nee. Ja, ja. Ja, das ist eine Gärtig. Jetzt warten wir so bisschen wieder runter. Wir machen den Kaffee da. Nee. Ja, ja. 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 Ja, liebe Leute, die Tochter von Alexander, da der Alexander kommt. Hallo, hallo. Familie Katz, das ist auch eine. Eine Frau, die Jace, die Gerdi und die Silvia, auch Silvia für den Jace-Haus und die von Alexander Katzfrau, die hat damals für die Dixielen Hall unheimlich gekämpft und so. Wie die Gerdi auch hat die gekämpft. Nicht gegen, für den hat. Und die Tochter Rebecca, die wollte noch zu Gerdi etwas vortragen, wo ich sehr dankbar dafür bin. Das ist so Pariser Mode, wunderbar. Dieser Geschmack hat die Gerdi auch gehabt. Diese Richtung, wunderbar. Danke schön, Rebecca. Eigentlich wollte ich ein Gedicht vortragen, aber ich denke, wenn so viel Musik ist, dann kann man auch ein kleines Stück vortragen. Aus einer Oper. Nein. Oh,
wunderbar. Das ist ein Aufgolder. Wunderschön. Wunderbar, egal. Vielen Dank. Ich glaube, hat sich nicht mehr selber gefreut. Danke schön. Hallo, wie gesagt, danke. Der Hans Kunstner kennt jeder, der berühmte Fotograf, Herr Gemmingen, Udo von Gemmingen, von Mayer-Brennerfels, der Werner Braun Schlagzeuger, der berühmte Mann, also nicht von Braun, aber Braun, Werner, ja, Dieter Katterfeld, Apotheker, Alexander Katz, Familie, Mr. Stein, die Gerti Kolczynski von Galerie Kolczynski, Freundinnen und Schulfreundinnen von Gerti, da meine Lichter, mein Kakadu, die Renate, beste Freundin, älteste Freundin von Gerti, meine Cousine hier, meine Cousine von Gerti. Ja, Leute, das war's. Der Gini. So eine Frage. Ohne den Goldi, wenn ich hier nicht stehe, schwer. Also, treffen wir uns noch ein bisschen zu Kaffee und Kuchen da um die Ecke. Denn da Hauptstraße links, Kaffee Einstein. Da wartet Kuchen und so. Da kann man noch ein paar Tage helfen. Erinnerung. Sicherlich schöne Erinnerung an Gerti. Die will die uns alle empfehlen. Die hat ein paar auch schöne Tourneen gemacht. Für die Musik allgemein hat sie viel gemacht. Und die letzten 10 Jahre könnte sie nicht mehr die Firma Chasepoint weiterentwickeln, weil es war nicht möglich und ich habe nichts machen können, weil ich da nichts davon verstehe. Ja. Danke für euer Kommen, liebe Freunde und so. Danke Ihnen alle für die liebevolle Begleitung und Verabschiedung. Sehr herzlich. Und es kann sich jetzt jeder auf seine heute Verstorbene verabschieden. Und vielen Dank noch für die Weinmühlenfirma von Weinsberg, die uns sehr gut bedient hat. Fantastisch. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, wir müssen noch ein bisschen einpacken und dann treffen wir uns mal in den Kaffee bitte, ja? Wenn möglich. Oder wie Sie wollen. Ja?